Die reellen Zahlen. Ja. Das sind die, die Sie vom Taschenrechner kennen. Der Taschenrechner kann natürlich nicht unendlich viele Zahlen darstellen. Ebenso der Computer. Aber es fühlt sich schon sehr so an wie die Zahlen auf dem Taschenrechner, die Zahlen auf dem Computer. Da ist zum Beispiel drinnen die Wurzel 2, die hat man eben schon erwähnt. Wenn ich eine Zahl suche, deren Quadrat gleich 2 ist, werde ich in den rationalen Zahlen nicht fündig. Ich habe es im Skript angedeutet, warum, will ich jetzt nicht ausführlich vorführen. Ist relativ einfach zu verstehen, warum das nicht geht, aber die 10 Minuten haben wir heute nicht mehr. Falls Sie interessiert, lesen Sie einmal nach, haben Sie was Spannendes zum Nachlesen. Also man kann zeigen, dass es in den rationalen Zahlen, bei den Brüchen, keine Zahl gibt, deren Quadrat gleich 2 ist. Wenn ich das haben will, muss ich zu den reellen Zahlen gehen. Pi ist ebenfalls kein Bruch, was deutlich schwieriger zu zeigen ist als bei Wurzel 2. Und ansonsten die üblichen Bekannten, weiterhin da die minus 5 Vierzehntel und weiterhin die Zahl 42, natürlich die 0 und was auch immer. Die Zahlen, die man so auf den Taschenrechner erwartet, auch wenn es auf dem Taschenrechner, wie gesagt, nicht unendlich viele sind, aber das sind die üblichen, mit denen man so im Alltag rechnet, die reellen Zahlen. Und ausdrücklich bei keinen von diesen Zahlenbereichen sind unendlich große Zahlen dabei. Es ist nirgendwo was Unendliches dabei. Das gibt es auch schon längst in der Mathematik, ist schon längst erfunden, Zahlenbereiche, die bis ins Unendliche gehen. Aber in den Ingenieurwissenschaften hat sich das nicht durchgesetzt. Das sind alles nur endliche Zahlen. Sehr groß, 98 Fantastillionen, wenn Sie wollen, aber keine davon ist unendlich groß. Die reellen Zahlen kann man sich auch als Dezimalbrüche vorstellen. Bei den rationalen Zahlen habe ich schon gesagt, Dezimalzahlen, die abbrechen oder periodisch werden, 4,7, 4,7, 4,7, vielleicht auch mit Vorlauf, 5,4,7, 4,7, 4,7, 4,7, das wären die rationalen. Bei den reellen kann ich sagen, alle Dezimalbrüche, wie auch immer, 13,4789 und jetzt machen Sie bis ins Unendliche weiter mit irgendeinem Muster, das wird eine reelle Zahl werden. Wenn man sagt, dass die reellen Zahlen alle die sind, die ich durch Dezimalbrüche darstellen kann, gibt es ein Körnchen Salz, dass diese Darstellung nämlich nicht eindeutig ist. Wenn Sie die hier haben, 41,99999, bis ins Unendliche, könnt ihr das kürzer schreiben als 42. Das ist der Ärger bei den Dezimalzahlen. Es gibt diese Mehrdeutigkeiten. Also mit dem Körnchen Salz kann man tatsächlich sagen, alles, was Sie als Dezimalzahl hinschreiben können, ist eine reelle Zahl. Aber vorsichtig, wenn Sie gucken, wie viele reelle Zahlen es gibt sozusagen, oder dass Sie alle erwischen und keine doppelt. Wenn Sie keine doppelt erwischen wollen, müssen Sie vorsichtig sein mit dieser Mehrdeutigkeit der Darstellung. 0,9999 ist 1. Mal gucken, ich habe noch 2 Minuten, dann machen wir das gerade nochmal, warum das so ist. Das steht nämlich nicht im Skript. Ein Drittel ist 0,33333. Soweit, glaube ich, sind wir uns einig. Hoffentlich. Will sagen, 0, lässt sich hoffentlich noch machen, 0,3 Periode. Wenn ich jetzt 1 haben will, ist das 3 mal ein Drittel. Bis dahin sind wir uns hoffentlich auch noch einig. Und jetzt rechnen Sie 3 mal ein Drittel. Okay, 3 mal ein Drittel. 3 mal 3 sind 9. 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 Macht 0,9 Periode. Also es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss irgendwie sagen können, dass 0,9 Periode 9 1 ist, nicht weniger als 1, also auch nicht ein Unendlichstel weniger als 1, sondern es muss gleich 1 sein, sonst ist was kaputt in diesem System, sonst wäre das hier schon nicht ein Drittel gewesen. Sie sehen, wenn ich mal 3 nehme, kriege ich das, aber das muss 1 sein. Also Sie können nicht mal sagen, dass 0,999 ein Unendlichstel weniger wäre als 1, es muss genau gleich 1 sein. Das ist diese Mehrdeutigkeit, wobei es die Zahl ein Unendlichstel sowieso nicht gäbe in den reellen Zahlen. Anderswo gibt es die in der Mathematik, aber das, wie gesagt, sowas hat sich nicht durchgesetzt. Vorsicht damit, später in der Informatik beißt einen das natürlich sowieso in der endlichen Genauigkeit. Schon 0,1 lässt sich da typischerweise nicht mehr exakt darstellen. Wird alles eklig, da lernt man dann mit sowas zu leben. Das zu den reellen Zahlen. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit den komplexen Zahlen. Ja.